Jo, hi, willkommen, mein Name ist Danny Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories Reverse Rebirth. Vielleicht die letzte Folge? Weiß man nicht. In der letzten Folge haben wir Rico erledigt. Also nicht den Rico hier, sondern Replika Rico, Kopie Rico und was weiß ich, was es auf den Namen gibt. Und ich habe es bis hier jetzt gemacht. Was lange gedauert hat, eigentlich nicht, aber egal. Und da ist das Refugium des Siegers. Ich habe jetzt hier vollkommen umsonst Speicherpunkt aufgestellt, ist mir dann aufgefallen. Das. Und ja, wir sind in der letzten Ebene, wo wahrscheinlich wieder das Schloss des Entfallens als Ebene ist. Und wir wollen uns an Zemfok knüpfen. Gosh, I guess you decided not to go to sleep. How'd you know that? I heard it from Diz. Was geht? Do you know him? Well, I'm not sure. Got a feeling that I've met him somewhere. Hey. Who are you? I could be nobody or anybody. It is up to you whether you choose to believe in me or not. Boy, you really like pushing decisions on other people. And you have pushed away slumber, making the choice to face Ansem. Do you think I'm reckless? You have chosen your own path. Are you supporting me? Or are you abandoning me? That will be your choice as well. What's this? The organization will pursue you. Like a pack of hunting dogs, they will sneak up on you if they sense your presence. However, this cloak that is worn by nobodies will render their eyes and their noses useless. The ears, not so. They wear this to give themselves protection from being devoured by darkness. Is it clear? Even the organization cannot rule the darkness. Doesn't matter. I won't run from the darkness. Die letzte Karte. The card will draw out your heart's darkness. Finish your business with Ansem. Come on. Let's go. Alles klar. Schloss des Entfallens. Alles klärchen. Kartenmeister Rico. Oh, wir haben alle Karten. Oh. Ist der Typ jetzt auch nicht mehr hier? Sehe ich mir in Twilight Town, ne? Yep. Okay, jetzt zurück. Gut, wir haben einen geilen neuen Mantel bekommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das schon mal begegnet zu sein. Warum schaffe ich es mitten in der Aufnahme nicht, eine Mickey Maus Schwitzmann? Okay. Ich habe damit alles in einen Partner reingepackt. He said this card will draw Ansem out. Don't worry. We can defeat him together. Sorry. I've got to face him alone. But why? There's no point in doing this if I can't do it on my own. But I do need a favor. If Ansem is the victor, he's going to enslave me. If that happens, use your powers to destroy. Of course! I'll be right there to save you. Huh? No, that's not it. I want you to destroy. No way! No matter what happens, I'm gonna be right there to help you. I promise you that.
Unless you don't believe I'll come through for you. I choose to believe in you. Always, Your Majesty. And I in you. You're not gonna lose. I know it. Thanks. Alles klar. Können wir jetzt los. Märchen Onkel Rico. Okay, ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Wie würdest du die Dunkelheit die Oberhand gewinnen lassen? Das weiß ich genau. Okay. Kommt jetzt schon direkt der Kampf oder kommt jetzt noch Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens kommt jetzt, ne? Da hier. Dann mal los. Immer Lucha geschafft, der irgendwie voller Klacks war. Die letzte Form auf jeden Fall. Wenn wir Anzime auch noch schauen, haben wir schon mal gegen Anzime gekämpft? Nee, ne? Nur im Tutorial-Kampf, glaube ich. Ansem, where are you? Show yourself! Why in such a hurry? I'll be here at the very heart of darkness, watching you plunge into the same darkness inside of you. Na gut. Gehen wir zu ihnen hin, machen den in 3-4 Angriffen fertig und dann gehen wir da auch. So wird der Kampf ablaufen, ich weiß es. Wir werden wir natürlich durchwaschen, ne? Das war nicht ein 40 Minuten Part, war der letzte Part mit Zora. Ihr sagt mir jetzt alle so was von Schluppe. Machen wir durch. Bam. Letzter Raum ist, glaube ich, wieder riesig, ne? Du bist noch unnötig, den Party in die Länge zu ziehen. Okay. So, wie dazu. Wir haben nichts gesagt. Was geht, mein Herr? So, kann ich hier einen Speicherpunkt machen. Zum Teufel. Okay, da ist es schon. Ehrlich? Ehrlich? Okay. Habe ich nichts dagegen. Haben wir alle ein bisschen Zeit für den letzten Part. Komme er her, dass ich ihn in 2 Minuten fertig mache. So, wir reden für von Anzim. Anzim Kämpfe sind immer nervig. Und eine Weise, so 13. Wow, das ist symbolisch. Jetzt macht es noch keinen Sinn, aber warten wir bis Kingdom Hearts 2. Dann wird es Sinn machen. Weil das ist ja der 13. Stock hier, ne? Also es gab 13 Stocke und jetzt sind wir im ersten. Wisst schon, was ich meine. I smell you, Ansem. Show yourself. Hi. I have watched you fight. I know your strength. Your skill with darkness has grown. It has become more mature. And yet why? Why do you accept the darkness, but still refuse me? You know you and I are similar. We both follow where the darkness leads. Indeed, we are the same. So why? Does some part of your heart still have a fear of the dark? That's not it. The truth is, I just can't stand your foul stench. You are a fool. You should know my powers well by now. Yeah, I know. Or did you forget? I used all the power you had to give, and Sora still beat me.
I'm not at all impressed with your powers. Very well. In that case, you shall sink into the abyss! Jetzt geht's los! Sehr geile Atmosphäre schon mal. Den Ort kennen wir doch. Aus Kingdom Hearts 1 im letzten Kampf. Na komm mal her. Komm mal her. Oh, er hat aber geklappt. Das hat so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Geil. Alter, der hat nur 9, ehrlich. Boah, jetzt machen wir nicht die ganze Zeit 9. Ne? Ich wurde nicht getroffen, also. Ich kann diese Dings einlegen, auf jeden Fall. Bam. So, jetzt komm mal her, ich hab eine Idee. Jetzt trifft er mich irgendwie nicht. Hi, du. Was ist das? Man wird nicht so viel von diesen Dingen einsetzen. Aber er wird einen neuen Team. Ja. Meine Heilung kommt nicht hinterher, das ist das Problem. Also, jetzt schaffe ich es. Ja, was zum Teufel. Einfach zu viel abziehen und nicht dahinter herkommen. Ne? Also, so, das ist jetzt besser. Wie besser? Ja, auch gerade. Ja. Was zum Teufel? Ich glaube, nicht so schnell hinterher mit seinen Sachen hier. Ich kann mich nicht heilen. Hör mal schon. Hör mal, ihr Kacke. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal seine einzige Form, ne? Da kommt doch wahrscheinlich irgendwie noch ein Kack. Oder jetzt schon schwieriger als Malusha ist. Oder? Weil wir setzen auch nur. Mein Angriff an. Daneben. Der Kampf jetzt tausendmal einfacher. Ich
Oh, ein paar Mal Mickey hat das Gefühl. Wir sind Sinistra nach einem Design. Irre, das ist mein Ding. Der hat meine Masche geklaut. Die Resistenz. Hilf mich nicht damit. Come, open your heart. Soll ich da eigentlich halten am besten? What? What? Au, oh, ey, was zum Teufel? Ich wollte mich eigentlich heilen, danke. Super, ey. Er hat mich jetzt getötet. Ich wollte mich eigentlich heilen und dann verwandelt er sich. Das gibt's doch jetzt nicht. Das wäre mir scheiß. Oh, ey. Ist der Kampf nervig. Vor allem, weil ich mich einfach nicht heilen kann. Na gut. Das ist auch kacke. Noch mehr Angriffskraft haben oder wie? Der Kampf noch schneller vorbei ist. Mit den Stechen. Na ja, sagen wir mal nicht. So schnell wie möglich. Mach irgendwas. Ah. Alter, hör auf mit den 8 und 9. Lass mich irgendwas machen. Warte. 3, 9 hier direkt. Sag mir doch. Keine Ahnung, wie ich da ausgewichen bin, aber okay. Guck mal, der ganze Null. Geile Karten, okay. Aua. Pisse. Oh, echt? Und dann kann der mich direkt angreifen, da. Hey. Das hat jetzt funktioniert. Ja, ist gut. Mein Gott, ist der Kampf unfair. Ja, ich bin tot. Pisser, ey. Das hat einen Scheißkampf hier. Ja, mein Angriff abgebrochen. Ich konnte dann gar nichts machen. Da hat er mich mit seinen blöden Wurfdingern hier alle getroffen. Das ist doch voll unfair. Soll ich lange machen? Ach. Sag doch, Kämpfe gegen Anziehen sind immer scheiße. Warum sind die immer so schwer? Ich drehe jetzt ganz bestimmt nicht auf bis Level 80. Super Sora. So, komm her. Jetzt machen wir mal ein bisschen. Was zum Teufel? Er verarscht mich doch hier ein ganz kleines bisschen. Ist das? Oh mein Gott. Das reicht nicht. Ich wollte eigentlich...
Auf ihn angewiesen. Er gibt da wesen kann ich den ausweichen. Hallo, ich meine gute 9. Oh. So, warte mal, Ogi Bugi. Geil. Vielleicht auch mal eine Idee, das immer einzusetzen. Vielleicht manchmal echt. Das ist wahrscheinlich aber. Geh weg! Nichts machen. Weg. Ja, meine Dunkelheit hier, komm her. Was ist das? Nee, der will mich jetzt verarschen. Wie unfair. Ich hätte voll heilen können, merke ich gerade. Ey, Sackgesicht von einem. Pass. Vor allem danach kommt wahrscheinlich doch irgendein Scheiß. Aber ich muss ja echt noch trainieren. Ich ihn jetzt nicht schaffen, ne? Ich will eben noch mal trainieren. Weil warum nicht? Eben 40 Pals. Oh mein Gott. Ist das ein nerviger Boss? Guck mal, ich zieh schon so viel ab eigentlich. Was zum Teufel? Ich steck da voll fest. Ich bin immer noch. Sollt ihr mich heilen lässt? Cool da. Danke. Au. Er ist so wenig abgezogen. Alter. Alter, mach mal weniger. Oh, wie schnell der mal angreift, das ist doch voll unfair. Ach, die Käse, ey. Oh, ey, ist das ein Sand. Regt der Boss mich hier auf, ey. Ich kann ihn gar nicht normal angreifen, weil er immer mit seinem grünen Ding ins Kont hat. Da guckt mir einer an. Wollte ich nicht einsetzen, danke. Alter.
like this. Oh nee. Also das hat nichts abgezogen, geil. Bist du ich mach mal wieder. Ich bin doch gleich, Mann. Oh. Ja, das war natürlich geil. Lass mal aufhören mit diesem blöden Angriff. Der macht das die ganze Zeit. Okay. Jetzt lass mich einfach kaputt hauen, ja, verdammt. Oh. Was ist das? Dreckgefällig. Oh nein, das war nicht gut. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Ich verliere jetzt wegen so einem Fall. Oh mein Gott. Dieses Bild. Oh mein Gott, wenn jetzt der Kampf noch weitergeht, ne, da geht doch jetzt sowas von noch weiter. Ich will jetzt zwischendurch noch mal speichern. Oder das hat den letzten Kampf gewesen sein. Ne, ich höre schon wieder die Musik. Insolent! Handsome! This is the end. This is hardly the end. Your darkness. I gave it all to you. My dark shadow lingers. Someday, someday, I will return. Sora, Kairi. Was das? Gosh, Riku, I know you wanted to do this alone, but you don't mind getting a little help, do you? Dunkelheit bezwingen. Yay, ich glaube, wir haben es geschafft. So, what happens next? Are you going home? I can't go home. Not yet. It's still here. It's really faint, but I can sense him. So, I think his darkness may still have a hold on me. Your darkness belongs to you, just the same way your light does. Up till now, I thought darkness was something that should never exist. Then, I spent time with you and changed my mind. The road you chose, I didn't know. Light and dark
back to back? With you, I think they might meet in a way nobody's seen before. Wonder where that road leads. I'd like to see myself. I'd like to walk the road with ya. Your Majesty, I'm really flattered. I don't know what to say. Gosh, Riku, you know you don't have to call me that now. We're pals. Fair enough, Mickey. Da haben wir Badass Mickey, Badass Rico. What are you making me choose now? Between the road to light and the road to darkness. Neither suits me. I'm taking the middle road. Do you mean the twilight road to nightfall? No. It's the road to dawn. Wunderbar. Okay. Hab schon die ganze Zeit wie ein Wahnsinniger darauf gewartet, dass die Credits kommen, damit ich wieder den Sound abstellen konnte. Und ja, damit hätten wir das zweite Kingdom Hearts Spiel erledigt. Kingdom Hearts Chain of Memories. Re-Chain of Memories. Und das heißt, als nächstes ist, geht's dann über in Kingdom Hearts 2. Und darauf freue ich mich eine ganze Ecke mehr als auf dieses Spiel. Obwohl das Spiel natürlich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich finde, jetzt haben wir so die Ära der Kingdom Hearts Spiele gespielt, die nur so einen leichten Anfang genommen haben. Und jetzt betreten wir die Spiele, die richtig awesome sind. Und da fängt Kingdom Hearts 2 an. Danach bleibt nur noch Kingdom Hearts Birth by Sleep. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit bis Kingdom Hearts 2.8. Kingdom Hearts hier, wo Dream Drop Distance und so noch drauf ist, kommt. Soll, glaube ich, auch irgendwie noch ein Remix oder so kommen. Da soll irgendwie noch so ein Film von diesem Mobile Game kommen. Weiß ich jetzt nicht. War ein sehr merkwürdiges Gesicht, habe ich gerade gemerkt. Von Anselm so, Und ja. Gut. Ja, Simple and Clean natürlich. Das wird sich im nächsten Spiel ändern. Unsere Helden. Unsere Bösewichte. Und ja, Kingdom Hearts 2 freue ich mich natürlich noch. Richtig gut. Weiß noch nicht, wann ich das schon hochlade. Und ich weiß auch nicht, wann die ganzen Remixes und so noch rauskommen. Wann Kingdom Hearts 3 rauskommt, da wird sowieso noch nächstes Jahr erst sein. Wir haben jetzt den 15.07. Das heißt, ich habe 5 Monate, um Kingdom Hearts 2 und Birth by Sleep durchzuspielen. Bei Birth by Sleep habe ich so eine ungefähre Ahnung. Wird bestimmt nicht mehr als 50 Parts oder so. Auch wenn ich hier viel optionale Sachen mache. Kingdom Hearts 2 wird auf jeden Fall so um die 100 Parts sein. Das heißt, wir haben so 150 Parts, das heißt, wir haben so 3 Monate Zeit. Wenn ich jetzt jeden Tag ein Part hochladen würde. Und ja, wird ein bisschen knapp. Bis 2017. Aber, wer weiß, vielleicht durch ein paar Mal mehr Parts raushauen oder so. Die Sache zu beschleunigen, wenn irgendwann mal ein offizieller Release kommt, falls nicht schon einer vorhanden ist. Kingdom Hearts 2 ist ja noch keiner vorhanden. Auch wenn 2.8 Remix, weiß ich auch nicht,
Könnte vielleicht sein. Jedenfalls. Wird trotzdem nicht durchgerusht und so. Aber trotzdem. Wie nennt man das? Gemächlich? Hastig, aber auch gemächlich. Das ist sowieso meine allgemeine Religion, was hier Let's Plays angeht. Jeder, der meine Videos schon mal gesehen hat, der weiß. Bei mir geht's ein bisschen langsamer voran, aber gründlicher. Da sind wir an einem neuen Ort. Den wir noch nicht kennen. Da sehen wir Leute, die wir auch noch nicht kennen. Da sehen wir jemanden, den wir kennen. Haben wir viel Foreshadowing. Nummer 2. Spoiler. Und ja. Musik ist zu Ende. Kann wieder anmachen. Und ja. Was kommt jetzt noch? Wenn des Weges, ohne dich gilt's, ein vergessenes Versprechen einzulösen. Früher mögen wir Seite an Seite gegangen sein. Jetzt schreiten wir mit den Rücken zueinander voran. Und obwohl sie unsere Wege nicht kreuzen werden, sind doch alle Pfade irgendwo verbunden. Wenn ich endlich bei dir ankomme, sind wir vielleicht nicht mehr die, die wir mal waren. Wir werden uns wieder ein Versprechen geben. Das ist alles massives Foreshadowing zu Kingdom Hearts 2. Okay. Oh, 97% will sie mich. Okay, der Weg in die Morgendämmerung. Ja. Kanduelle 67 Profispieler Rico. Und ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt, noch zu speichern. Nein, dann wird das Spiel direkt vor dem Finale erstellt, ja. Mal da müssen wir eigentlich 3 Spielstände mit jedem Charakter haben. Haha, gut, dann heißt das von meiner Seite von Kingdom Hearts Rechain of Memories, Reverse, Rebirth und normal. Und würde ich sagen, wann auch immer Kingdom Hearts 2 kommt. Ob direkt am nächsten Tag schon oder ob nächste Woche oder was weiß ich. Werden wir sehen. Ich glaube, ich hau diesen Part hier am Sonntag raus. Vielleicht könnte dann schon Montag Kingdom Hearts 2 kommen. Mal schauen. Werden wir mal überlegen. Und ja. In dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt hat einigen Leuten gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in Kingdom Hearts 2 wieder. Ich bleibe euch fürs Zuschauen und sag tschüss. Bis zum nächsten Projekt.